Ich freue mich, dass ihr alle so früh gekommen seid, hier vom Bundeskanzleramt. Ich weiß nicht, ob ihr schon Nachrichten heute gesehen oder gelesen habt. Gestern Abend bis spät in die Nacht hat ja hier hinter uns im Bundeskanzleramt der Koalitionsausschuss getagt und es wurde wild gestritten. Es gab ja die verschiedensten Positionen, bis wann der Atomausstieg jetzt geschehen soll, mit welchen Klauseln, mit welchen Hintertürchen. Und es sieht wohl so aus, dass sich der Ausschuss halt gestern darauf geeinigt hat, den Atomausstieg bis 2021 zu beenden, allerdings mit allerlei Hintertürchen, also noch eine Möglichkeit, das zu verlängern, noch eine Möglichkeit, Atomkraftwerke als sogenannte Kaltreserve, als Backup betriebsbereit zu halten. Und wir wollen hier heute mit unserer Aktion deutlich machen, jedes Jahr, jedes Tag, was ein Atomkraftwerk läuft, ist einer zu viel. Jedes AKW ist eine Zeitbombe. Und das seht ihr hier ganz plakativ mit dem AKW und der Uhr. Jetzt haben wir das Jahr 2011. Bis 2021 soll der Atomausstieg passiert sein, laut Regierung. Aber ob das wirklich so passiert, das ist natürlich fraglich. Und wir haben hier unseren lieben Herrn Röttgen, den Herrn Rösler und Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hier neben ihrem AKW stehen, was sie gerade so schön noch ein bisschen ein paar Jährchen weiterlaufen lassen wollen. Und ihr seht 17 Kabel, die zu der Zeitbombe führen, für jedes AKW eines. Jetzt kam gestern heraus, die 7 Ältesten, die sollen schon sofort vom Netz gehen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg, der lange nötig war. Und wir können jetzt mal jedes einzelne dieser 7 AKWs anzählen und schon mal das Kabel für dieses AKW zerschneiden. Denn die sind ja jetzt erstmal vom Netz und die, vor denen müssen wir uns keine Sorge mehr machen. Das war das erste. Das war das AKW Brunsbüttel. Dann kommt das zweite AKW. Das war AKW Biblis A. Ein Applaus. Vielleicht können die Leute mit den Schildern noch hier sich rumstellen stellen um das AKW mit den Forderungen. Das wäre ganz toll. Das ist geschafft. Das heißt, auch Neckar-Westheim 1 geht vom Netz. Einen großen Applaus. Neckar-Westheim 1 ist ausgeschaltet. Ich werde aufpassen. Ich brauche mehr. Genau, natürlich. So, als nächstes ist das der AKW Esenfang vom Netz. Und einmal durchschneiden. Dann haben wir das AKW ISA 1, was auch vom Netz geht. Einmal durchschneiden. ISA 1 ist vom Netz. Dann haben wir das AKW, hatte ich es schon, Neckar-Westheim 1 ist vom Netz. Demonstriert uns hier mit Wasser und Sonne, glaube ich, auch ganz gut die Alternative.
Danke fürs Kommen. Ich hoffe, es bleibt weiter dran. Wir wollen wahrscheinlich nächsten Freitag oder Samstag wieder in Aktion treten. Wir wollen auch beim Montag präsent sein, wenn das Bundeskabinett entscheidet. Und wir haben noch mal Nettes vor. Wir wollen 1000 Ballons steigen lassen, die noch mal die radioaktive Gefahr symbolisieren. Dabei werden auch wieder Herr Rösle, Frau Merkel und Herr Röttgen sein mit Netzen, die versuchen, die Ballons einzufangen. Wenn es nämlich irgendwann zu einem Fallout kommt in den nächsten 10 Jahren, wird das wohl die einzige Methode sein, die sie was gegen machen können. Und wir wollen ein großes Menschenbild entstehen lassen. AKW ist aus, heißt es.